Wir haben jetzt gleich bei Scientology Gäste dazu, die selbsternannte Church, Herr Geißler, auf Scientology. Wie viel hat Scientology in Ihren Augen mit Kirche zu tun? Sie nennt sich Kirche. Also ich verstehe, dass jemand, der hilflos ist, ratlos, an Drogen oder Alkohol hängt oder in seinem Leben nicht klarkommt, zu so einem Verein geht, der ja erstmal Gutes verspricht und auffängt. Ja. Und jedes Auffangen ist erstmal gut. Wenn das dann aber mit Zwang festgehalten wird und mit Ausbeutung und Unterdrückung zu tun hat, dann würde ich sagen, Finger davon. Dann ist es eine Sekte, die nicht gut tut. Eine Sekte ist was anderes als eine Kirche. Ich glaube, die spielen auch mit dem Nichtvertrauen haben in sich selber oder in Dinge, die einfach da haltlos sind. Und also, da wird was angeboten und das ist ein Fake, würde ich sagen. Da geht es um ganz andere Dinge, als den Menschen zu helfen, sondern das Ausnutzen. Entschuldigung, wir sind gefragt worden und wir quatschen. Das ist Weil er gerade leise murrte. Also ich, in meinem letzten Buch habe ich es ja mal beschrieben. Ja. Wenn man sich die Frage stellt, hat die Kirche, die Religion einen Sinn oder keinen Sinn? Und man weckt mal alles die Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Dann muss man eben doch sagen, auch wenn man, sagen wir mal, jemand ist, der nicht voll davon überzeugt ist, nicht wahr, dass es sein Leben hinterher gibt und dass es Gott gibt, da muss man auf der anderen Seite nur sagen, es wäre verheerend, wenn es keine Religion gäbe. Ja. Nicht wahr? Denn die Religion vermittelt eben für die große Masse der Menschen eine Hoffnung. Leuten geht es halt nicht gut. Nicht wahr? Und natürlich nützt es die Religion manchmal aus, indem man sagt, also okay, das ist in Ordnung, aber das eigentliche Leben beginnt ja erst hinterher. Nicht? Das ist natürlich, das ist Opium für das Volk. Aber auf der anderen Seite nicht, gibt die Religion den Menschen eine Hoffnung, ohne die sie gar nicht leben können. Aber hier sozusagen wird man was anderem spekuliert natürlich. Aber also es ist ja nicht nur die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, sondern es gibt auch Regeln, wie man überhaupt leben kann und soll. Und ich finde, also um eine klare Antwort auf die Frage zu geben, Scientology hat mit Kirche gar nichts zu tun. So ist es. Weil in der Kirche ein wesentlicher Grundsatz ist, wir sind Gemeinde, ich selber glaube nicht dran, aber es hat viel, viel Gutes. Wir sind ein Ebenbild Gottes, letztlich. Und da würde ich Bettina von Armin zitieren, da ist die Freiheit das höchste Gut. Also du musst freie Menschen machen. Mhm. Und die Scientology macht genau das Gegenteil. Absichtlich. Lass uns mal versuchen einzusteigen in das Thema. Am Mittwoch sendet die ARD den Film Bis nichts mehr bleibt, der unter strengster Geheimhaltung übrigens gedreht wurde. Aus gutem Grund, denn der Film zeigt so deutlich eigentlich wie nie, wie Scientology Menschen tatsächlich manipuliert, von sich abhängig macht oder auch am Ende sozial isoliert. Scientology wehrt sich gegen diesen Film. Am vergangenen Donnerstag gab es hier eine Gegenpressekonferenz in Hamburg. Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Film an. Wir arbeiten mit einer speziellen Trainingsmethode. Sie lernen, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Sie können sich von allem überflüssigen Ballast befreien. Sie können plötzlich Aufgaben bewältigen, die Sie vorher für unlösbar gehalten haben. Kommen Sie doch mal vorbei. Wir machen den Test bei Ihnen, das kostet Sie nichts. Nimm bitte diese Dosen in die Hand. Jens? Konzentrier dich auf diese Anzeige. Au, was soll denn das? Konzentrier dich auf die Anzeige, bitte. Jetzt denk an den Moment, in dem ich dich gekniffen habe. Jedes negative Ereignis in deinem Leben hinterlässt auf deiner Gedächtnisbank eine Ladung. Sie belastet dich, sie schöpft Kapazitäten ab, die du anderweitig wesentlich besser nutzen könntest. Durch Auditing spüren wir diese negativen Eindrücke auf und löschen sie. Du bekommst dich selber zurück, Frank. Ja. Nina Kunzendorf, Felix Klare in den Hauptrollen. Ich begrüße jetzt das Ehepaar, dessen eigene Geschichte teilweise Vorlage für diesen Film war. Herzlich willkommen bei uns, Astrid und Heiner von Rönn. Und außerdem ist Bruce Heinz zu Gast, ein langjähriges Scientology-Mitglied. Elite-Mitglied, 30 Jahre gehörte er der Organisation an, betreute als sogenannter Auditor Stars wie Nicole Kidman und Kirstie Alley. Erstmal herzlich willkommen Ihnen allen. Dankeschön. Sie waren über 10 Jahre bei Scientology? 14 Jahre. 14 Jahre. Wann sind Sie denn mit Scientology in Verbindung gekommen, Astrid? Das war 1981 und ich hatte eigentlich ein Buch gelesen über Physiognomie, weil mich das interessiert hat.
Was hatte das mit Scientology zu tun? Gar nichts. Das war genau der Fehler von mir. Ich habe dann ein College für angewandte Philosophie angerufen und habe gedacht, das hört sich auch interessant an, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Und das war damals Scientology. Sind Sie hier in Hamburg hingegangen? Ja. Das kannte ja damals keiner. Ja, ja. Und wie war so der erste Kontakt, als Sie dort ankamen? Also der erste Kontakt war mehr oder weniger furchtbar, weil ich einen schrecklichen Test auswerte hatte. Man muss ja diese 200 Fragen beantworten. Und er hat sich nur totgelacht über mich. Immer so. Also. Da habe ich gedacht, nee, also irgendwie, das geht jetzt gar nicht. Und dann bin ich wieder gegangen. Dann hatte ich aber eine Bekannte, die war schon in Scientology. Und da gibt es ja dieses berühmte Reinigungsprogramm. Und ich leide unter chronischem Schnupfen und der ging es immer gut. Da habe ich gedacht, ich möchte auch, dass es mir auch so gut geht. Und dann habe ich das gemacht. Sie müssen uns erklären, wie sieht dieses Reinigungsprogramm aus? Das sind am Tag 5 Stunden Sauna mit ganz viel Vitamin, höchst dosiert. Und dann macht man Lauftraining, eine halbe Stunde. Und dann ist man 5 Stunden in der Sauna mit kurzen Unterbrechungen und versucht also die ganzen Gifte aus seinem Körper rauszuschwitzen. Das soll gesund sein? Ich bezweifle das. Ich auch, aber es sollte gesund sein. So, das war also der erste Kontakt. Mehr von drin, wie war das bei Ihnen? Auch hier in Hamburg geschehen? Das ist auch hier in Hamburg geschehen, ja. Also es fing ja an durch meinen Ex-Schwager, der war in den Staaten, kam zurück, hat das hier in Hamburg gesucht. Hat damals in der Gehoffstraße stattgefunden. Da hat er dann kurze Zeit später seine Schwester mit hingenommen. Und für die war das, was man sich vorstellen konnte. Also das war einfach ihr Ding. Der Schwager hat sie da reingelockt? Richtig. So, und da kurze Zeit später ist sie auch drin geblieben. Was hat Sie denn gleich so fasziniert, dass Sie dabei geblieben sind? Mich am Anfang erstmal gar nichts. Da wir ja schon einen kleineren Sohn hatten, bin ich einfach nur hingegangen, um den Sohn abends eben aus dem Kindergarten zu holen, weil er seit mittags bis abends schon immer im Kindergarten war. Das war mit Ihrer Ex-Frau? Richtig. Ne? Aber Sie hatten keinen inhaltlichen Kontakt, wo Sie sagen, das ist ein Verein, das ist eine Sekte, die machen das alles richtig, daran glaube ich. Nee, man hat ja früher nie was drüber gehört. Ja. Oder wenn, hat man vielleicht einen kurzen Bericht im Fernsehen gehört oder einen kurzen Bericht in der Zeitung, obwohl ich früher nie Zeitung gelesen habe. Ja. Hat sich auch schon verändert, aber sonst wusste man nie was darüber. Das heißt, Sie sind da heute ein bisschen kritischer und schauen da mal anders rein. Richtig. Bei Astrid war es so, Sie müssen schon angetan gewesen sein, denn Sie sind sehr schnell nach Clearwater gefahren. Clearwater in Florida, das ist die Hauptzentrale. Was haben Sie dort erlebt? Schreckliches, nur Schreckliches. Also erstmal war ich ein Hotel mit 5-Sterne-Standard. War eigentlich so das, was ich gewohnt war. Und so wurde das eigentlich dann auch verkauft. Und ich war entsetzt. Die Tapeten hingen von den Wänden, überall Kakerlaken, also Fußteppiche zerfetzt, zerrissen. Und das sollte das Mekka von Scientology sein. Und warum sind Sie dort geblieben? Ich konnte nicht wieder weg. Das hing irgendwie damals mit den Tickets zusammen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, also nicht mehr so genau. Es gab einmal ein Hinticket und ein Ticket, um wieder wegzufliegen, gab es, glaube ich, nur an der Rezeption. Ist das richtig? Ja. Ja. So wurde damals verfahren. Ja. Was mich wundert, wenn sie das so abgestoßen hat, dann sind sie zurückgekommen. Das war 1984, wurden Vollzeitmitarbeiterin bei Scientology hier in Hamburg. Sie waren vorher Dentalkauffrau, schilder ich das richtig? Was haben Sie sich denn erhofft, dass Sie da sich haben fest anstellen lassen? Also erstmal habe ich damals durch den Aufenthalt in Clearwater meinen Job verloren in Hamburg, weil die haben mich nicht zurückgelassen. Und ich bin, ich glaube, 14 Tage oder 3 Wochen später aus dem Urlaub wiedergekommen. Job war weg. Job war weg, ganz klare Sache. Und ich war von diesem College für angewandte Philosophie, war ich einfach begeistert, weil es ist so freundschaftlich und schön, dass du da bist und wir brauchen dich und deine Fähigkeiten und dies und das. Das war damals in der Gehoffstraße so ein kleiner Klüngelclub, wo man sich getroffen hat, ein bisschen was Esoterisches gemacht hat. Das war noch nicht so wie damals am Steindamm, 1989. Das ist hier in Hamburg, der Steindamm, da wurde es immer größer, das war dann nachher die Zentrale. Also inhaltlich waren Sie schon fasziniert von der Atmosphäre und all dem. Von der Atmosphäre ja. Inhaltlich, ja, muss ich auch sagen, ich habe immer an vergangene Leben geglaubt. Also seitdem ich da drin war, ich fand das höchst interessant. Und für mich war das ein Abenteuer, einfach was Neues erleben. Ja. Bruce Hines, Sie waren lange dabei. Ich habe es eben gesagt, 30 Jahre sind Anfang der 70er Jahre als US-Soldat hier nach Deutschland gekommen, 1972 den Scientologen beigetreten. Was hat Sie denn damals so fasziniert, dass es Sie so dermaßen gepackt hat? Ja, es ist interessant. Ich wurde Scientologe eigentlich in Stuttgart. Ja. Und
zu der Zeit, ich war so ein junger Mann, 21, 20. Und ja, es war nicht so.